Sturm. Alter, 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 Alter. Oh, nein, oh nein, oh nein. One, one, three, four. Hallo Leute, ich bin's euer ZombieHKD und willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games an einem Montag wie diesem und wir spielen mal wieder auf dem schönen Minepack-Server. Okay, habe ich die Lederschuhe habe ich nicht bekommen, schade. Die sind alle schon leer. Okay, dann rennen wir mal. Wir haben wenigstens was zu essen bekommen. Jetzt können wir ja noch schnell rennen und wir kriegen noch keinen Schaden. Doch, wir kriegen schon Schaden. Ach nee, kriegen wir nicht. Wir kriegen noch keinen Schaden. Hauptsache, wir finden hier noch was Schönes. Wie ihr seht, meine Webcam geht immer noch nicht. Also beziehungsweise habe ich ja mal eine neue, die ist ja kaputt gegangen. Aus irgendeinem verdammten Grund. Und jetzt bin ich halt etwas aufgeschmissen, sage ich mal, weil meine alte möchte er nicht mehr erkennen aus irgendeinem Grund und ja, keine Ahnung, weil Baum halt, die ist leer und die ist leer, besser kann es ja gar nicht gehen einem Zombie, der gerade hier durch Survival Games läuft, nichts drin, nichts da, ich werde der Superstar. Naja gut, das klang jetzt etwas sinnlos. Aber wer weiß. Ah, scheiße. Aber wenigstens hier ein gebratenes Steak drin und hier war scheinbar noch niemand, sonst wären die alle geleert, okay. Oh, das war doch schon jemand. Soll ich jetzt hier mit dem Schnitzel verklappen oder was? Was soll ich jetzt tun? Das bringt mir doch alles gar nichts mehr. Ich glaube, ich mache mich in den Tod schürzen. Aber nein, das werde ich jetzt nicht tun. Ich werde einfach versuchen, weiter mit meinem Leben klarzukommen. Auch wenn es für mich keinerlei Sinn ergibt. Oh, Nax. Eine Axt. Das ist schon mal gut. Eine Axt. Sehr schön, ich bin begeistert. Wenigstens eine Waffe. Aber ich schätze mal, dass die alle besser equipped sind wie ich. Und deshalb wird mir diese Steinaxt auch nicht viel weiterhelfen. Aber das Brot, das hat nämlich auch noch keiner gewährt. Schauen wir hier mal zu. Ziehen wir schnell mal das hier an und die schönen Lederschuhe. Jetzt braucht irgendwie nur noch eine Hose. Und wir haben sogar schon etwas schönes Brot bekommen. Das kann uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen den Arsch retten. Denn ist noch eine Truhe, ich weiß gar nicht, hat hier schon jemand gelootet? Oder ist die alle? Und ist das noch voll? Okay. Und einen Eisenbachen daraus könnten wir uns Eisenschippe bauen, aber was ist das Eisenschippe, wenn wir eine Steinaxt haben? Macht glaube ich mehr Damage. So viel ich weiß. Hör einfach mal hier hoch. Nein! Was mache ich denn? Bin ich doof? Okay. Auch wieder ein bisschen Rotz-Equip. Ein Helm, den ich eh schon habe, aber alles rausnehmen, bevor es sich jemand anders schnappt. Das ist immer die Devise. Hauptsache den anderen nichts gönnen. So muss das halt sein. Weil ich möchte ja nicht, dass andere Spieler mir gegenüber einen Vorteil haben. Also uns gegenüber. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass entweder hier keine Leute sind oder dass ich wirklich so ziemlich schlecht equipped bin. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da oben. Das krieg. Ich verzieh mich mal. Weil sonst bin ich der Nächste, der stirbt. Und das wäre so schade. Aber sowas von schade, wenn ich sterben würde. Deswegen werde ich mich jetzt mal verziehen. Werde hier mal die Treppe nach oben rennen. Bitte schnell. Boah, das habe ich gar nicht gesehen, Alter. Ah, Ei. Ei, Karamba. Ei, Karamba, Ei, Karamba, Ei, 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 Karamba. Ei, Karamba. Achso, stimmt, das geht ja gar nicht mehr. Aber jetzt haben wir halt schöne Kettenstiefel. Diese schönen Kettenstiefel sind besser als die Lederstiefel. Nur leider fehlt es an den Lederhose. Was wäre ein Bayer ohne Lederhose? Ich bin zwar kein echter Bayer, aber ich möchte doch auch eine Lederhose haben. Hi, Karamba. Und die war auch leer. Okay. Wir sind gerade etwas aufgeschmissen, weil hier irgendwie nichts ist und ich diese Map auch nicht kenne, weil
Wann ist es, wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal Survival Games gespielt habe? Oh, eine Angel, die könnte uns einen gewissen Vorteil verschaffen. Zumindest von kurzer Dauer einen kleinen Vorteil. Jetzt können wir uns nicht die Gegner herbei angeln. Och Mensch, okay. Dark ist der Schneesturm. Weg, weg, weg. Ich möchte keinen Schneesturm. Alter, 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 alter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm, 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 komm. Ja, ja. Alter, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Boah, ich bin voll der Baba. Ich hab ihn geklatscht. Aber ich hab nichts mehr zu essen. Schnell essen, schnell essen, schnell essen. Bevor ich sterbe. Uiuiui, Eikaramba, Eikaramba. Der hat einen schönen Kettenhelm. Den nehmen wir mal. Der hat eine schöne Eisenhose. Geil. Und was hat er noch? Hat er... Ne, er hat keine bessere Jacke, aber daraus könnte ich mir ein besseres Schwert bauen. Wenn ich denn eine Workbench hier in der Nähe habe. Hat er ein Eisenschwert gehabt? Nein, aber ein Holzschwert. Ja gut, das bringt eigentlich nicht mehr wie ein... das bringt uns ja nicht mehr wie ein... wie eine Stein... Steinaxt. Eikaramba, jetzt habe ich gerade Angst gehabt, dass er uns kaputt macht. Aber hat er nicht, ein Glück. Nur irgendwie... Müsstest du hier auch irgendwie eine, naja, was heißt keine Workbench? Doch, eigentlich doch. Workbench müsste doch hier irgendwo rumstehen. Ist das denn euer Ernst? Habt ihr keine Workbench mehr für uns? Schnell essen und alles überblicken, ob wir vielleicht gejagt werden. Aber nein, wir haben den Vorteil, wir werden nicht gejagt. Hier ist, oh geil, eine Workbench. Und hier, was? Ein Eisenschwert. Ich glaub es gar nicht. Hab ich ein Glück heute. Hier ist eine Workbench, aber ich weiß nicht, was uns das bringen soll. Oh je. Oh je, oh je, okay, okay, das wird unser Ende, das wird unser Ende. Wir haben es nicht geschafft. Ich hoffe, euch hat diese Runde Survival Games gefallen. Wir haben wenigstens eingeschlachtet und wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst mir doch eine gute Bewertung, einen Daumen nach oben und ein Abo wäre geil. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wir sehen uns am Mittwoch wieder zu Retro Time. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und haut raus. Ciao.